Ja, moin Pyrus. Heute packen wir mal ein Paket zusammen für den Hotas Chili. Sein Link zum Kanal ist ganz oben in der Beschreibung auf jeden Fall schon mal. Und wir packen ein Paket für ihn zusammen. Wir tauschen nämlich ein bisschen was. Wir haben beide den 27er-Schein, falls hier wieder irgendjemand was erzählen will. Das wird nicht versendet. Wie gesagt, wir treffen uns, denn er hat ein Feuerwerk angemeldet. Und wir werden demnach ein bisschen was zünden. Und genau, ich zeige euch heute mal, was wir da in sein schönes Paket reinpacken. Ich weiß selber nicht, was ich von ihm bekomme, aber er bekommt von mir was Schönes, es soll laut sein, hieß es. Und wir packen ihn ein, 9 Gramm FP3 New, jeder hat 1,8 Gramm. Dann packen wir ihn ein 3x Exploder 4 mit jeweils 4,5 Gramm, circa, wie viel da verbrennt, das weiß ich nicht. Exploder 5, 4,5 Gramm das Stück. Dann einen Exploder 28G, das Ding hat 2,8 Gramm, ob das gut ist, weiß ich nicht, habe ich bis heute nicht gezündet. Geben ihn ein, man hört es vielleicht, ein schönes Bombenrohr von Tropic, ja, super Thunder King. Zwei Donnervogel Kaliber B, die Kleinversion, es gibt ja noch die C. Dann bekommt er von mir 5x Exploder 2 mit 3 Gramm Vorbrenner, denke ich mal, ist die Hälfte oder so. Dann bekommt er von mir, jetzt muss ich den einmal raussuchen, okay gut, 5x FP3 Small, die mit 0,8 Gramm, ein, oder vielmehr 0,83, dann nochmal einen alten NWP Pushstellen Logo FP3 Small, ebenfalls 0,83 Gramm. Dann bekommt er von mir 2x Funke Trueno 3 mit 3 Gramm, 2x Funke Trueno 4 mit logischerweise 4 Gramm, ein Sena oder Senna Trueno mit 2 Gramm müssen die haben. Genau, alles Schallerzeuger. Dann bekommt er von mir, ja, das ist einmal FP3 mit 2,1 Gramm, also 10,5 Gramm die Packung, wenn ich jetzt nicht verrechnet habe. Die 9 also. Dann einmal FP3 mit 3 Gramm, davon habe ich ja noch ein paar Packungen bekommen zum Glück. Und nein, ich rücke keine davon raus. Dreimal eine, die, dreimal einen vorhin, dreimal Kalanitrat Blue. Ein PS3 mit 5 Gramm, ist auch ordentlich verarbeitet. Ein PS5 mit 7 Gramm, 5 Gramm ist der Knall oder Flash, whatever. Tuono Blue, TB5, bekommt er einen. Dann bekommt der Funke Galeras, einmal in Rot, einmal in Grün. Wie viel Gramm haben die überhaupt? Habe ich auch nicht getestet. 22 Gramm das Stück. Also kann man da ein bisschen was erwarten. Und ein Artikel, wo er und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich halt sehr freue über dieses Tauschpaket, dass er von mir La Bomba bekommt. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die alten von 2011 mit, ich weiß gar nicht, wie viel Gramm die haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Dinger sind einfach 11 Jahre alt. Richtig krank. Und ich denke mal, er wird selber wissen, wenn er das Ding sieht, dass ich mich sehr darüber gefreut habe. Und ja, das war's auf jeden Fall. Das bekommt er von mir. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao.